Herzlich willkommen zurück bei Wizards Play Titan Wars. Einen Moment. Lassen wir das so. Ich wollte eigentlich die Tür zumachen, aber es funktioniert nicht. Und ich habe die Befürchtung, dass es hallen könnte, die Aufnahme jetzt, da der Raum, in dem ich sitze, sehr leer ist. Ich muss doch kurz einen Moment. So, weiter geht's. Und ja. Meine Fußablage ist vom Kätzchen besetzt, also muss das so gehen. Und wie ihr seht, ist der Matt auch schon wieder bei uns. Und wir wollten ja diesmal aufbrechen in die große weite Welt zum Kommandanten Alvarez. Ich habe hier gerade mal alles zurechtgestellt, weil eben kurz der Arbeitsplatz anders aussah, weil ich kleine Ansage hochladen musste, die ihr wahrscheinlich hoffentlich vielleicht unter Umständen gehört habt. An Bord. Arr. So. Matt wartet, das ist schade. So, wie können wir denn irgendwohin segeln? Leiter. Steuer. In See stechen. So. Tanaris. Antigua. Da wollten wir hin. Schipper, Schipper, Schipper mit unserer kleinen Schaluppe. Brechen wir in See auf. Wenn die Grafik ein bisschen schöner wäre, wäre das echt wunderschön. Wird geladen. Wird geladen. Wird geladen. Antigua gefunden. Matt verlässt die Gruppe. Oh. Vögelchen. Geht steil. Wird geladen. Hey Bones, komm mit. Komm mit. Klar. Geil. So. Hey Bones. Zum Weststrand strudeln. Strudeln, okay. Muschel. Oh, direkt die Gebeute gemacht. So. Noch mehr Muschel. Und direkt haben wir eine Höhle gefunden, oder was ist hier? Boah, und ich habe mich erschrocken, weil es voll gruselig klang. Das ging schnell. Böses Monster. Oh, Leuchtkugel, was haben wir denn hier? Blümchen Bones. Blutwurzel. Boah, schon richtig dicke Beute gemacht. Kaum hier, schon Monster erlegt und fast geschubst. So. Noch mehr Muschel. Noch ein Muschel. Haufenweise Muschelstrand hier. Muschmuschstrand. Action, Feuerblumen looten. Hey du, sei vorsichtig. Die Insel hier ist gefährlich. Natürlich. Es ist ja auch das Hauptquartier der Piraten. Wohnsitz des berühmt-berüchtigten Piratenadmiral Alvarez. Sicher, aber ich rede hier von wirklich gefährlichen Dingen. Ja? Wovon genau? Hast du es etwa noch nicht gesehen? Die Brut des Bösen ergießt sich über das Land. Höllenhunde haben die ganze Hafenstadt überrannt. Oh. Woher weißt du, dass die Hafenstadt angegriffen wird? Ich bin schon einige Tage hier und habe die Stadt beobachtet. Glaub mir, es ist schlimm. Viele sind getötet worden. Viele sind geflohen. Der Weg von hier in die Stadt wird von einigen dieser furchteinflößenden Höllenhunde bewacht. Ich war noch nicht mutig genug, den Kampf gegen sie aufzunehmen. So siehst du aus. Du bist kein Pirat. Was machst du hier auf Antigua? Ich bin ein Wächter. Hüter der Magie und Beschützer der hohen Magier von Taranis. Ich wurde hierher entsandt mit dem Auftrag, möglichst viele magische Kristalle für unsere Sache zu finden. Interessant. Hast du vielleicht... Also, ich würde ja nur zu gerne noch über mich und meine Aufgaben plaudern, aber... Ja? Ich habe noch so viel zu erledigen und weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Kann ich dir helfen? Begleite mich. Ich bringe dich in die Hafenstadt. Aber die Höllenhunde auf dem Weg zur Stadt? Damit werden wir schon fertig. Sicher? Ja. Ja, und jetzt komm. Na schön, aber auf deine Verantwortung. Ja, wenn du tot bist, hast du aber Schuld. Feuer. Proviant, Proviant, Proviant. Oh, noch mehr Rohrfisch.
Noch mehr Proviant. Noch mehr roher Fisch. Proviant Party. So. Gut, ich bleib hier. Dann mal los. So war das jetzt nicht gedacht. Überflieger. Toll. Das wollte ich nicht benutzen. Das sollte dahin und dahin. Lagerfeuer. Ach, komm. Hör auf zu speichern. Dass das nicht flüssig machen kann. Dämliche Kiste. Muss ja schon an der Grafik nichts tun. Dann muss er hier noch buckeln. Das ist einfach nur frech. Da, da, da. Na, das ist eins dieser Bastardenhunde. Ah, ich muss hier irgendwie weg. Fest erfüllt. Höllenhundzähne erhalten. Kann man mit Bones machen? Was sind das nur für Höllengeschöpfe? Die hier sind ja noch harmlos. Ich habe noch viel schlimmere Schattenwesen gesehen. Möge uns die Kraft der Erde beistehen. Ja. Genau. Bones. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ein Haufen Gesetzloser im Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle. Gemütlich. Vielleicht lasse ich mich später einmal hier häuslich nieder. Das... Warst du nicht selbst einmal einer von ihnen? Damit habe ich abgeschlossen. Piraten sind verblendet vom Glanz des Goldes. Doch sie werden noch erkennen, dass der Besitz des Goldes keinen Wert im Schattenreich hat. Die Jagd nach Schätzen ist nur ein Zeitvertreib ohne Ziel, bis das unvermeidliche Ende naht. Du kannst einem aber auch wirklich alles vermiesen. Bitte, gern geschehen. Danke. Ich mag dich, Bones. Oh, da ist die Stadt und hier ist ein Friedhof. Schauen wir uns den Friedhof erstmal an. Oh, Blümchen. Das soll ein Friedhof sein. Ich habe Friedhöfe gesehen, die waren viermal so groß. Und dort lagen mindestens vier Personen pro Grabstein im Grab. Das hier ist doch Platzverschwendung. Modrige Knochen soll ich sammeln? Äußerst interessant. Weiß man noch nicht genau wofür, aber nehmen wir einfach mal mit, den Spaß. Wally! Wally! Eine Dusche am Friedhof. Nicht schlecht. Und eine Schafsauge zu in der Flünke in der Blume. Steinaxt. Pyriander der Kupferne. Scarlet. Aha. Das ist gerade auch ein bisschen irritierend. Ich spiele im Dunkeln und die ganze Zeit reflektiert das Bild im Tisch. Ich könnte auch über Kopf spielen und es würde keinen Unterschied machen. Ja. So. Da steht ja jemand. Ist es das hier? Ja, das hier ist die Hafenstadt von Antigua. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Naja, es hilft ja nichts. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Hier, nimm dies als Dank. Ich versuche dann mal meine Ware hier an den Mann zu bringen. Wenn du noch etwas brauchst, findest du mich auf dem Marktplatz. Okay, klasse. Ups, jetzt habe ich Bones unterbrochen. Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Oh, Schurkenring. Schlingenring, Trank der Ehrfurcht. Keine permanenten Tränke, oder? Rezept für Trank der Abwehr. Okay, und was kann der Trank genau? Da, Trank der Abwehr. Wirkungsdauer 30, okay. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten, das ist wahr. Jedoch...
Nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und 3 dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Okay, warum gerade 3? Warum gerade 3 Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. 3 davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich auch für dich. Was gibt es hier sonst noch außer dir und den Piraten? Ich meine, einen Dämonenjäger gesehen zu haben. Dämonenjäger? Ja, richtig. Er war ebenfalls auf dem Weg in die Stadt. Wenn du ihn treffen willst, würde ich mal in der Taverne nach ihm suchen. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Hast du keine Angst vor den Piraten? Unsinn. Warum sollte ich? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der Hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön. Wenn du meinst... Ich helfe dir gerne. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Stichwaffen, Schwerter, Hiebwaffen, Gegenangriff lernen. Mit dieser Fähigkeit kannst du Angriffe deines Gegners mit einem eigenen Angriff unterbrechen. Meister die Silberzunge, schleichen. Schauen wir mal gleich ganz kurz in die Charakter. Und ganz schön wenig Ruhm. Naja, Nahkampf. Schattenjäger. Verursachst du den Schaden gegen Dämonen? Gemeinschaft Dämonenjäger. Stichwaffen, Schwerter. Könnte ich eigentlich mal machen. Nur die besten Kämpfer sind in der Lage, bei ihren Komboangriffen einen zusätzlichen Schlag auszuführen. Nahkampf und List. Gemeinschaft alle. Klingentänzer. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf deine Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Boom. Ja. Einfluss, das. Fingerfertigkeit, Magie, Geist, Schnitzel, Kuchen, Essen, Trinken. Dann machen wir mal hier. Kannst du mir was beibringen? Kann. Was wird? Schwerter. Ich möchte ein stärkerer Schwertkämpfer werden. Abgemacht. Aha. Okay, das war's schon. Gut. Keine Tipps, Tricks und sonstiges. Auch okay. Alvarez. Da endlich. Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Sei froh, dass ich überhaupt noch gekommen bin. Lass den Unsinn. Wo warst du? Auf Schatzsuche. An der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten wir besprechen alles weiter drinnen.
komm mit. Du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels. Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde, getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen legt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich habe es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Okay. Na schön. Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Biester haben sich fast überall eingenistet. So, dann gehen wir jetzt erstmal raus. Ja, ich kann mich an dieses Gebäude erinnern, glaube ich. Alvarez, bescheidene Hütte. Ich habe gedacht, sie hätten den alten Piraten längst geköpft. Hätte man auch von ausgehen können. Verdammten Mistviecher sind wirklich überall. Ich höre immer noch welche. Da drin? Hier oben nicht. Ganz hier in der Nähe wahrscheinlich. Als ich das letzte Mal hier war, war das Lagerhaus noch intakt. Könnte daran liegen, dass die Stadt von Höllenhunden überrannt worden ist. Das ist doch kein Grund, sein Lagerhaus abzufackeln. Idioten. Ja, echt, das ist doch kein Grund. Okay. Irgendwie unter uns. Schau mal, wie wir da ins Lager rauskommen. Oh, ich liebe die Dialoge. Das ist echt gut. Den ersten magischen Kristall haben wir auch schon gefunden.